Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um Fußmatten. Wie das Ganze bei mir aussieht, zeige ich euch jetzt. Wie ihr seht, richtig schön vorne in Wagenfarbe, hinten in Wagenfarbe sowie auch im Kofferraum. Schön in Wagenfarbe das Ganze. Ja, Schönheit liegt, wie ihr schon wisst, im Auge des Betrachters. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, ob euch das jetzt gefällt oder nicht. Sei mal dahingestellt. Aber diese Matten könnt ihr euch individualisieren, nämlich so, wie ihr es haben wollt. Wollt ihr es in Wagenfarbe haben? Wollt ihr es schwarz haben oder sonst irgendwas? Das Ganze könnt ihr auf der Internetseite des Herstellers ja, euch selbst zusammenstellen. Ich verlinke euch das Ganze wie immer unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Ja, falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also Fußmatten, ja, die sind speziell für unser Modell dann zugeschnitten. Auf der Internetseite könnt ihr euch das Ganze dann selbst zusammenstellen. Ihr könnt euch aussuchen, in welcher Form ihr das Ganze haben wollt. Wollt ihr die Wabenform, wollt ihr die Diamantenform haben, welche Farbe der Fußmatte wollt ihr haben. Wagenfarbe, schwarz oder sonstiges könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt euch auch aussuchen, wie hier die Farbe dieser Umrandung ist. Könnt ihr euch alles individuell zusammenstellen. Ja, dieses Set gibt es für vorne, für hinten, für den Kofferraum. Wenn ihr das komplette Set bestellt, dann bekommt ihr noch so einen Knieschoner. Ich habe bisher immer meine Decke verwendet. Jetzt verwende ich halt dieses schöne Ding hier, wenn ich Videos für euch mache und euch zeige, wie ich was hier modifiziere. Und ja, jetzt blende ich euch mal ein, wie man denn die Fußmatten austauscht. Also, ganz einfach, den mittleren Teil der Fußmatte müsst ihr nach unten drücken und den äußeren Ring, der muss nach oben gezogen werden. Das ist also miteinander verklipst. Mit der Hand ist es zwar möglich, das Ganze zu trennen, allerdings nicht so ganz einfach, wie ihr seht. Ich tue mir also auch schwer, aber es ist machbar mit der Hand. Viel, viel einfacher geht es dann mit diesem Hilfsmittel hier. Ihr könnt natürlich auch einen Mausschlüssel verwenden und wie ihr seht, damit geht es dann deutlich einfacher. Einfach rausklipsen. Und schon könnt ihr die alte Matte entfernen und die neue wird nur noch eingesetzt und reingedrückt. Fertig. Hinten noch einfacher, die Matten, die Originalen, die sind ja gar nicht befestigt, die einfach raus und dann die neuen Matten rein. Die neuen Matten haben Klettverschlüsse, sind also nochmal sicherer unten, hinten, vor allem wo dann auch Kinder sitzen und das Ganze dann mal verrutschen kann. Und in der Mitte gibt es ebenfalls noch einen Schutz, auch mit Klett und somit hält das Ganze bombenfest. Dann das Ganze noch hinten im Kofferraum. Ich hatte ja mir mal schon mal so eine Matte besorgt. Mittlerweile ist sie ja 4 Jahre alt. Die kann jetzt getrost in Rente gehen und wird jetzt durch diese neue ersetzt. Auch die neue hinten im Kofferraum hat den Klettverschluss. Einfach andrücken und schon sitzt das Ganze bombenfest. Ja, das war's zu diesem Video, zu diesem Thema Fußmatten. Wie gesagt, mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Ob es euch gefällt, wie gesagt, müsst ihr selber entscheiden. Vielleicht mag der eine oder andere es lieber dezent, also in Schwarz gibt es auch. Konfiguriert euch das Ganze halt in Schwarz oder in einer sonstigen knalligen Farbe, die euch eventuell gefällt. Auf jeden Fall, ja, mir gefällt das, sieht richtig klasse aus. Ich hoffe, euch auch. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!